So, ich frage mich, was der Typ davor für Döner gegessen hat. Ist das der zweitbeste Dönermann? Muss der Junge mal echt nach Augsburg kommen, Alter, den Döner-Test. Bro, dann kommst du, wenn du meinen Döner isst, Alter. Da bin ich auch schon. Nicht in Augsburg ganz, aber gleich ein paar Meter weiter. Ich wurde gedisst. Was soll man dazu sagen? Ich wurde gedisst, beziehungsweise meine Dönerkenntnisse wurden mächtig in Frage gestellt. Das ist eigentlich halb so lustig. Da weiß ich gar nicht, warum ich mich so freue hier, denn der gefürchteteste und beste Dönerkenner, der lässt sowas nicht auf sich beruhen. Eine Kritik kurz, eine Aussage von den Jungs blende ich hier mal eben ein. Der Typ, der den Döner als besten Döner bewertet hat, hat noch nie einen gescheiten Döner gegessen. Bei 1 bis 10, 5 oder 6 bin ich enttäuscht, Digga. So, das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Ich bin extra jetzt gleich in Augsburg, um deren Top Döner zu testen, um zu gucken, erstmal, ich brauche eine Grundlage, um argumentieren zu können, ob die Scheiße labern, ob die wirklich, keine Ahnung, ob die vielleicht Ahnung haben. Wer weiß, keine Ahnung, ihr werdet es im Video erfahren. Haut mir eure Empfehlung gerne auch wieder in die Kommentare. Ihr wisst, ich fahre überall hin, auch gerne in den Süden jetzt. Kleinstadt-Döner-Projekt, alles rein, ballert mir die Kommentare voll. Ist auch wieder ein Gutschein am Start. Jetzt geht es erstmal zum ersten Döner und mal gucken, was die Jungs drauf haben. Also, wir sind jetzt am Start hier. Also das ist direkt neben Augsburg, ne? Ist aber ja einer seiner Lieblingsdöner auf jeden Fall. Er hat das Video die besten Döner Augsburgs genannt. So, das ist der eine davon. Ich habe auch schon ein Video gesehen, alles selber gemacht. Das fragen wir aber gleich nochmal vorsichtshalber auch die Besitzer. Wir gucken uns das mal erstmal an, was da auf uns zukommt. Hier im Laden drin. Schön sympathisch. Ansprechender Laden. Hähnchen vielleicht. Ja. Gute. Ich werde kalt nehmen. Ich habe eben schon gehört, ihr macht ja alles selber, ne? Wir machen alles selber, stimmt. Selber würzen, Brot selber backen. Ach, Brot macht ihr auch selber? Auch selber. Alles selber. Ah, perfekt, perfekt. So, rein von der Optik sieht euer Laden spitze aus. Fleisch, wir haben Brot selber gemacht. Sehr vielversprechend. Also ich erwarte mir ein gutes Endergebnis für euch. Guck mal, der Grund, warum ich hier bin, der Buni, der ist ja manchmal bei dir essen. Ja, genau. Mein bester Freund und Stammkunde. Echt? Der ist dein bester Freund auch? Der ist sehr guter Freund von mir, also. Ah, sehr guter Freund, okay. Also, um den Hintergrund zu sagen, der hat sich ein paar Videos von mir angeguckt oder eins oder so und hat, sag ich mal, meine Dönerkenntnisse ein bisschen kritisiert, hat die Döner, die er gegessen hat, ziemlich schlecht geredet. Da sage ich später noch was zu. Erstmal hat er aber diesen Döner, hat er so mit als sein Lieblingsdöner benannt. Aber weißt du, was mich nur gewundert hat? Ne? Er hat gesagt, unter den Standarddönern ist das der Beste. Und er meint, Master of Kebab ist besser sogar, hat er gesagt. Weißt du, so Döner ist so eine Geschmackssache, aber bei uns kann man mit gutem Gewissen sagen, wir machen alles frisch, wir machen alles selber. Ob sie jetzt schmeckt oder nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass es jemandem schmeckt. Schau mal, hier haben wir unseren Teig. Oh, geil. Hier tun wir alles frisch backen. Oh, schön. Unsere fertig gesteckten Spieße für morgen. Ah, krass. Schau mal, hier sind unsere gewürzten Fleische für morgen. Ah. Das ist unsere Pute. Das wird jeden Tag aufs Neueste frisch gesteckt und gemacht. Das sieht für mich, muss ich sagen, nicht nach Standard aus. Da frage ich mich, wie kommt denn der Buni, er ist ja auch Kollege von dir, wieso sagt er denn, ist so der Standard der Beste? Wahrscheinlich mag er mit Standard Döner, weil wir nicht so viele Salatsorten haben. Wir wollen eher, dass die Leute das Fleisch und das Brot schmecken und nicht, wir machen nicht alles mit diesen Süß-Sauersoßen und Kram. Und da sage ich vom ersten Eindruck, ich bin ja nicht hier, jetzt um seinen Döner schlecht zu machen, sondern ich will mir eine neutrale Meinung nehmen und das sieht top aus. Und jetzt werde ich testen, ob das auch geil schmeckt. Ja, gerne. Wie gesagt, ich bin hier nicht, um das schlecht zu reden von irgendjemandem. Ich möchte den Döner neutral bewerten. Für mich ist so, ne? Klar, er hat schlecht in Anführungszeichen über mich geredet. Mir ist es egal, es ist YouTube. Ich sage auch gerne seinen Namen, das ist Buni. Guckt danach, wenn euch seine Videos gefallen, abonniert ihn. Das ist alles YouTube, ne? Ich bin da auf niemanden sauer oder so. Jetzt fetzen wir den Döner. Minze habe ich zum ersten Mal Döner gegessen, jetzt wieder. Irgendwie zieht sich das gerade wie ein roter Faden. Ganz kurze Werbung, aber 40 plus Weihnachtsaktion. Heute 20% aufs komplette Sortiment. Sonst geht natürlich immer Holle 10 und ich freue mich, wenn ihr mit dem Code einkaufen geht. Und ja, jetzt geht's weiter im Video. Ich
bevor ich jetzt überhaupt was sage, einmal kurz die Worte von Bruni zu dem Döner. Seine Einschätzung davon. Da ist echt viel Fleisch drin. Eigentlich so, was ein Döner so braucht. So. Sonst Kraut und so, Zwiebel und so, ist geil, Alter. Für 4,50 Euro ist eigentlich ein sehr guter Preis. So für einen 5er ein Döner Bombe. Aber Türk ist der Döner von den Standards der beste. Das ist krass, gerade bei diesen Selfmade-Dönern. Es gibt so, gerade bei dem Fleisch auch, so viele individuelle Unterschiede. Da habt dieses klassisch Zarte, was auf der Zunge zergeht. Ihr habt teilweise so ein Mittelding. Das hier ist recht bissfest, aber nicht negativ, ne? Wunderbar, wunderbares Fleisch, schöne Minze, ganz edel. Super Döner, muss ich einfach sagen. Fleisch top, Zwiebeln mit der Minze top, Brot selbst gemacht, leckeres Brot. Endbewertung kriegt ihr am Schluss. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Döner Nummer 2. Also erstmal unerwartet, ich schwör's euch. Also ich hab mir gedacht, dass er gut ist. Ich habe ja die Facts so gesehen, habe gesehen, wie er aussieht im Video vorher drin. So, ne? Aber dass er so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Aber einen Seitenhieb noch an den Bruni. Jetzt ganz im Ernst, können wir gleich mal einspielen die Szene. Wenn du Döner testest, dann musst du ihn warm testen. Moment später. Aber du gehst einen Döner holen, stehst eine halbe Stunde beim nächsten Döner an, fährst noch nach Hause und der Döner war nicht mal in Alu mehr eingepackt, schon durchgeschnitten und frisst ihn dann zu Hause. Wie willst du den Döner bewerten? Ich blende das mal eben ein. Also was hast du denn dabei gedacht? Das ist jetzt einmal der Döner, Freunde. Den haben wir jetzt einmal durch die Hälfte geschnitten. Wir werden jetzt nochmal zum anderen Dönerladen fahren. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, ich sag euch offen und ehrlich, ist jedes Mal die Hölle los. Haben jetzt genau 45 Minuten gewartet, bis wir den Döner haben. Also wenn du professioneller Döner-Tester werden willst, dann musst du an sowas arbeiten. Aber wir fahren jetzt weiter zu deinem nächsten Döner. Ich fresse jetzt hier nochmal im Gehen weiter. Ich spiele nochmal eben eine Aufnahme ein, an der ich mich so ein bisschen aufgehangen habe und die mich verwundert hat. Die Dönerkenner unter euch, muss ich jetzt mal wirklich sagen, die Ahnung haben von Döner, die werden mir zustimmen bei dem, was ich gleich sage. Ich spiele mir erstmal die Aussage von den Jungs ein. Den wir morgen probieren werden, schmeckt nicht nach Döner. Schmeckt nicht nach Grill. So, hier mein Endstatement von zu Hause. Da liegt der Hund begraben. Genau an dieser Stelle. Die Jungs sagen selber, dieser Döner schmeckt nach, die haben den Tag vorher schon anscheinend getestet oder so, oder ein andermal, schmeckt nach Grill, nicht nach Döner. Und das ist es. Sie suchen diesen Standard-Döner-Geschmack, den jeder zweite Dönermann hat. Standard-Industriespieß von der Stange. Ich blende nochmal seine Aussage ein zu seinem zweiten Döner, den er besser findet als den ersten Döner. Vom Masters of Kebab. Bro, das ist ein ganz anderer Döner. Alatürk ist der Döner von den Standards der beste. Und das ist nochmal was ganz anderes sogar. Und das ist das, was es eigentlich so ausmacht. Das ist schon heftig. Aber beim anderen war es so, dass man auf jeden Fall das Fleisch mehr geschmeckt hat. Und bei dem ist es halt wirklich so eine Geschmacksexplosion. Mm. Versteht mich nicht falsch. Döner 2, mega Döner von den Standard, das Maximale, was du rausholen kannst. Das ist für mich der König der Standards. Und ich gebe dir eine 7,8 im Dönerspieß. Aber Dönerspieß 1 ist eine 9,3, das ist heftig. Dieser Spieß hat Seele, hat Charakter, der hat einfach Leidenschaft. Und diesen Unterschied nicht zu kennen, das ist für mich ein Hobbytester. Ein Hobbytester, der den Unterschied nicht kennt zwischen billig, ich muss es leider sagen, billig Hackspieß und Handwerkskunst. Und das ist es eben. Die Jungs holen Top-Döner, so ein Geschenk des Himmels, lassen anderthalb Stunden in der Tüte versauern, um dann Döner Nummer 2 eine bessere Bewertung zu geben. Das ist einfach wie ein Bäcker. Du hast hier Penny, Aldi, Lidl, machst Standardprodukt, Discounter-Brötchen und gehst nebenan zum Handwerksbäcker. Das sind 10 Generationen, die besten Brötchen nach Familienrezept. Ja klar, der eine wird kommen und sagen, das Lidl-Brötchen ist besser, aber es ist und bleibt ein Discount-Produkt und das andere in Handwerkskunst. Und so ist es bei den Dönern auch. Das musst du erkennen und das ist für mich einfach, muss ich sagen, die Jungs, Hobbytester, das hat, und das meine ich voll und ganz ernst, nichts mit Professionalität zu tun. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, Daumen oben und Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.